Moin, hier ist Chris, Victoria Pater Spiele. Underwater Cities habe ich hier dabei. Ein Spiel von Wladimir Suchi, den kennt man unter Umständen von Pulsar im letzten Jahr oder im vorletzten Jahr oder auch Sechs Städte Bund. Und noch einiges dabei. Also renommierter Eurogame-Autor auf jeden Fall. Dieses Spiel ist bei ihm im eigenen Verlag Delicious Games rausgekommen und es handelt sich hier um die deutsche Version. Ich hatte, das war kurz zur Transparenz, ich hatte eine vergünstigte Rezensions- oder ein vergünstigtes Rezensionsexemplar in Essen bekommen vom Verlag und sind dann aber zum Full Price jetzt auf die deutsche umgestiegen und haben uns auch nicht darauf geeinigt, Ellie und ich, dass wir das auf Deutsch haben möchten und dementsprechend habe ich dann noch mal wieder ein bisschen von diesem Preis, den ich bezahlt habe für meine englische Ausgabe, runtergerechnet, war ja gebraucht und habe das dann auf jeden Fall dann dafür wieder abgegeben. Jetzt also hier Underwater Cities auf Deutsch, in der Rezension 2 bis 4 Spieler und 40 Minuten pro Spieler wird gesagt. Das heißt, wir sind hier auf jeden Fall, also auch was die Komplexität des Spieles angeht, im Expertenbereich. Man sitzt schon ein bisschen zu viert, haben wir so 3,5 Stunden, das war allerdings auch bei einigen dann die Erstpartie. Zu zweit 60 bis 90 Minuten, würde ich sagen, kann natürlich auch, man kann sich da auch ein bisschen weiter hochgrübeln, je nachdem. Allerdings ist die Downtime gar nicht mal so extrem hoch. Downtime ist ja bei mir jetzt immer nicht so das Mega-Problem. Ich kann das schon ganz gut aushalten, aber für viele ist das ja ein wichtiger Punkt. Was auch noch ein wichtiger Punkt ist, wir haben das Spiel wirklich in jeder Besetzung gespielt, aber in jeder Besetzung auch mehrfach gespielt. Das heißt, ich kann also auch schon relativ gleich so im Verlauf genau sagen, wie das Spiel denn für uns so war in der jeweiligen Besetzung. Und gibt es eine Besetzung irgendwie, die man vielleicht meiden sollte oder eine, der man das auf jeden Fall spielen sollte, ne? Sehen wir dann. Ja, wir gründen Städte auf dem Meeresboden. Und das hier ist unser Meeresboden. Ja, ich lege das Spiel mal zu dem Punkt zur Seite. Das ist der Meeresboden. Das ist natürlich jetzt hier, wenn man so guckt, qualitativ jetzt nicht top-notch, aber ich sage immer, es liegt wenigstens gerade. Ne? Also das ist, Ellie hat immer so ein bisschen Angst, dass sowas kaputt geht. Ja, ist immer so ein bisschen am Rand, kann das natürlich passieren, aber wie gesagt, es liegt gerade. Was nützen mir denn ganz oft diese tollen Tableaus mit Vertiefungen und so, wenn sie dann irgendwie da so aussehen wie eine Obstschale? Also das finde ich auch mal ein bisschen nervig. Egal, ich habe 2 Seiten. Also eine fürs Standardspiel und dann eine, wo man so ein bisschen noch tiefer reingehen kann, wenn man denn so ein bisschen mehr dabei ist. Ne? Wie ihr seht, hier ist auf jeden Fall deutlich mehr zu beachten und man kann seine Strategie darauf ausrichten. Die sind auch alle so ein bisschen unterschiedlich und von daher hat man da auf jeden Fall eine hohe Variabilität. Hier auf dem Spielbrett. Das Spielbrett finde ich übrigens, also das ist das, was mich am meisten nervt an der Qualität des Spiels. Diese Gesamtqualität des Spiels, auch die Karten relativ dünn, ist jetzt nicht so mega prall von den Komponenten her. Das ist schon eher so ein Durchschnitt, wahrscheinlich auch eher so im unteren Durchschnitt, aber das Spiel selber hat es halt auf jeden Fall in sich. So, das kann man ganz einfach schon mal sagen. Denn, wie gesagt, ich hatte ihn schon angesprochen, diesen wirklich coolen Aktionswahlmechanismus, der mich wirklich jedes Mal wieder lockt und mir mega Spaß macht zu spielen. Ich habe hier Aktionsslots. So, jeder Slot macht eine eigene Aktion, logisch. Und jeder Slot ist einer von 3 Farben zugeordnet. Jetzt habe ich auf der Hand 3 Karten. So, ja, zufällig, ne, von jeder Farbe eine. Muss aber nicht immer so sein, muss nicht zwingend so sein. Wenn ich eine Aktion wähle, dann habe ich hier, wenn ich jetzt Spieler Orange bin, habe ich hier meine Sperrplättchen. Ich mache in diesem Spiel pro Runde 3 Aktionen. Das heißt, ich eine Karte, der nächste immer reihum, bis jeder 3 gemacht hat und dann rutscht man hier eine Runde hoch. Das heißt, wir spielen, wenn man hier einmal so einen Blick wirft, wir spielen 4 Runden bis zur ersten Produktionsphase, 3 Runden bis zur nächsten, 3 Runden bis zur dritten Produktionsphase und zur Endwertung. Das heißt, wir spielen 10 Runden und dann ist das Spiel zu Ende. So, wenn ich jetzt einen Zug mache, suche ich mir einen Aktionsslot aus, den ich gerade brauche. Wir gucken uns gerade mal ein bisschen genauer an. Und dann mit diesem Aktionsslot sozusagen, also mit meinem Aktionsmarker, blockiere ich den Slot. Wenn ich jetzt hier also Tunnelbau gewählt hätte, könnte ich 2 Tunnel bauen. So, das Ganze muss ich bezahlen mit einer Karte. Da fängt es an. Und jetzt habe ich natürlich die Möglichkeit, irgendeine Karte aus der Hand zu spielen. Wenn ich keine gelbe Karte habe, spiele ich nach Möglichkeit eine grüne oder eine rote, die mir nicht so in den Kram passt, von der Aktion der Karte her. Denn, wenn ich eine gelbe Karte spiele, farbecht sozusagen, das gilt auch für rot und das gilt auch für grün, dann wähle ich auch gleichzeitig oder habe ich auch gleichzeitig die Möglichkeit, die Karte selber zu spielen. Ne? Würde ich eine rote Karte spielen, schmeiße ich die Karte ab, fertig, passiert nichts. Spiele ich eine farbgleiche Karte, dann führe ich die Karte zusätzlich aus. Habe also 2 Möglichkeiten, was zu machen. Das heißt, ich habe jetzt hier, könnte jetzt die 2 Tunnel bauen, beziehungsweise müsste auch die 2 Tunnel bauen und könnte diese Karte, das ist eine Karte mit einem A, in meine Auslage legen. A sind Aktionskarten, die kann ich dann wiederum starten,
mit dieser Aktion, wo hier das A drauf ist, da sehen wir es. Und das Ding ist, die werden dann gedreht und sind aber auch erst in dieser Produktionsphase nachher wieder scharf. Es gibt Karten, die das wieder negieren können, aber eben auch nicht so häufig das Ganze. Ja, was haben wir noch? Wir haben dann die Möglichkeit, hier auf dem Tableau zufällig anzulegen, sogenannte Metropolen. Diese Metropolen schließen wir an per Tunnel. Ihr seht hier Felder für Tunnel auf dem Tableau. Ah, das war die falsche. Da kommt diese hier hin. Denn diese braunen Metropolen hier, oder diese sonnenuntergangsgelben Metropolen, die sind auf jeden Fall immer siegpunktwertig. Das heißt, hier ist diese Stoppuhr drauf. Das ist die Endwertung. Das heißt, es gibt immer Punkte in der Endwertung hier für aufgewertete Gebäude wie Fabriken und Tunnel. Wenn man dann so ein Set hat, alles einmal aufgewertet, sind es 4 Punkte, zweimal 8 Punkte und das kann man unendlich hochtreiben, aber irgendwann ist halt auch Schluss. Ich habe viele andere Optionen hier. Ich kann hier zum Beispiel weitere Karten mir besorgen, die ich auch ausspielen muss. Die kommen erstmal auf die Hand. Wenn ich sie ausspiele, muss ich Geld dafür bezahlen. Dann sind sie wertig hier für die Endwertung und hier habe ich noch Karten, die kann ich auch kaufen, die muss ich auch für Geld ausspielen. Das sind auch Aktionskarten, wie ich sie hier ziehe. Aber schon ein bisschen mächtiger, muss man sagen. Bloß, sie kosten halt eine Aktion, sie zu kriegen. Und sie kosten auch Geld. Ich habe nie mehr als 3 Karten. Sollte ich am Ende meines Zuges mal mehr als 3 Karten haben, habe ich halt nur mehr Auswahl. Ich muss danach trotzdem wieder runter auf 3 Karten. Das heißt aber auch gleichzeitig, dass meine Auswahl, die ich habe, immer ja, begrenzt ist und die Optionen nicht so extrem durch die Decke gehen werden. Das ist auf jeden Fall eine Sache. Das heißt, ich kann schon genau so ein bisschen mich fokussieren mit diesen Karten, die ich da habe. In welche Richtung will ich? Wie kann ich das Beste da rausholen? Denn es ist ja letztendlich spiele ich eine Karte und wähle eine Aktion. Wie einfach ganz normale Ressourcenbeschaffung, Aktionskarten spielen hat. Weil mit diesem S hier, und dieses S ist nur einmal auf dem Brett, kriege ich halt diese Karten. Ich baue Städte. Es gibt 2 Arten von Städten. Es gibt die normalen Städte und es gibt die symbiotischen Städte. Die symbiotischen Städte sind Siegpunktwerte letztendlich in der Produktionsphase. Ist auch der Skalierungsmechanismus diese Stadt, die rote, gibt es je nach Spielerzahl begrenzte Anzahlen. Es gibt auch eine zweite Seite des Spielplans mit einer anderen Aktionsverteilung, vor allem wenn man zu zweit eben spielt. Zu viert und nur zu viert gibt es noch dieses Plättchen. Na, dann können wir nämlich gleich mal über die Skalierung reden. Hier kann ich Aktionen kopieren. Einmal in so einer Runde. Öfter nicht. Ein Spieler, einmal. Aber heiß umkämpftes Ding. Gibt eine ganz neue Sicht der Dinge, dann, wenn man zu viel spielt, ganz einfach, weil diese Option eben noch da ist. Ja, Skalierung war das Ding. Und ich finde tatsächlich, dass dieses Spiel, ganz egal, mit wem ich spiele, mit wem ist immer eine andere Sache, aber wie viele, zu zweit, zu dritt, zu viert, es ist super. Es macht wirklich in jeder Besetzung enormen Spaß. Man muss so ein bisschen reinkommen, sage ich mal, auch so ein bisschen die Übersicht erstmal kriegen, die Karten, die man hat und was können die denn. Es sind nicht so viele Karten wie bei anderen Engine-Bildern vielleicht, die so ausliegen in der Komplexitätsstärke, aber es geht eine ganze Menge. Es geht eine ganze Menge, man muss auch eine Menge im Auge behalten. Man kann aber immer noch so ein bisschen nachvollziehen, was das Gegenüber oder was der Gegenüber da denn fabriziert mit dem Zug. Und das ist auf jeden Fall eine schöne Sache. Ja, was dieses Spiel noch wirklich auch für mich immer so an Spannung immer bringt, ist auch jetzt am 10. Spiel, dass nach jeder Produktionsphase die Ära eben endet und neue Karten ins Spiel kommen. Die alten raus, es kommen neue rein, das finde ich halt schön. Das ist wirklich viel. Es gibt 3 dicke Stapel. Die Karten werden auch immer ein bisschen mächtiger, ein bisschen angepasst so an die Gegebenheiten im Spiel und wie sich das Ganze so entwickelt, denn wenn ihr unser Nachgespräch gesehen habt, dann hat der Henning da zum Beispiel gesagt, dass diese Felder im Verlauf des Spiels unterschiedliche Wertigkeiten haben. Gerade so diese Ressourcenfelder, die sind am Anfang unheimlich umkämpft. Und je mehr man produziert hat und je mehr man stehen hat, dann an Fabriken, je unwichtiger werden die. Natürlich darf ich nicht vergessen, ich habe hier so ein Produktionstableau, wo wir gerade beim Produzieren sind. Ich produziere Rohstoffe. Ich baue aus gesammelten Ressourcen Gebäude. Diese Gebäude produzieren für mich Punkte und Ressourcen wiederum und daraus entsteht halt dieser Motor. Also da sind wir schon relativ klassisch im Eurogame vorhanden. Und ein Thema, muss ich sagen, kommt durch die Karten Illustrationen und Namen auf den Karten, kommt das schon so ein bisschen, aber letztendlich gucke ich mir das selten an, sage ich ganz ehrlich. Das ist letztendlich nicht so vorhanden, das Thema. Aber das ist völlig in Ordnung für mich, bei so einem klassischen Euro
habe ich da auch nicht so die Probleme mit, das habe ich ja schon oft gesagt. Also wie gesagt, die Karten steigen und dann im dritten Durchgang, das sind diese Karten mit der braunen Rückseite, habe ich dann also auch Karten, nicht allzu viele, aber ich habe dann auch zusätzlich nochmal Karten, die mir Punkte bringen können am Ende des Spiels. Und generell ist dieser Mechanismus der Aktionswahl, also dieses farbgleiche Spielen, das ist einmal zum einen, das ist ganz cool gebalanced, dass also die Aktionen auf dem Brett, die grünen zum Beispiel, sind nicht so mega gute Aktionen oder nicht so stark wie die gelben, sage ich mal. Dafür sind aber die Karten stärker und umgekehrt. Wenn dann die roten also eher so im ausbalancierten Bereich liegen. Das ist total gut gemacht. Und genauso balanciert sich das Spiel eben auch mit der Spielerzahl. Natürlich ist der Wettbewerb höher, ne, mit vier Spielern. Das ist eine ganz klare Sache. Aber auch zu zweit macht es wirklich, wirklich Spaß, dieses Spiel. Und es bricht da irgendwie nichts ab. Was ein ganz toller Mechanismus ist, ist hier, wenn man hinguckt, das ist der Startspielermechanismus. Und ja, ich habe es ja gesagt, so eine Runde läuft immer über drei Karten, die jeder spielt. Und danach wird geguckt, wer ist das nächste Mal Startspieler. Und Startspieler ist mal gut, mal schlecht, das muss man immer sehen. Am Ende ist es natürlich, wenn ich das durchbringen möchte, was ich muss, dann ist es natürlich interessant, Startspieler zu werden. Zum Beispiel an diese Karten zu kommen. Ja, wenn ich schon vier rote Städte liegen habe und dann liegt da eine Karte aus, die mit zwei Siegpunkten belegt, am Ende des Spiels für jene rote Stadt, dann muss ich Startspieler werden, um diese Karte zu besorgen, damit ich diese Aktion hier spielen kann. Und diese Karten werden nicht aufgefüllt. Es gibt also sechs Stück im Spiel und dann ist Schluss. Das heißt, hier findet Kampf statt. Gerade mit vier Spielern geht es da echt zur Sache. Und ich glaube bisher immer noch, man sollte nicht darauf verzichten, auf diese Karten. Die sind schon sehr stark, definitiv. Es wird auch immer mal wieder gemunkelt, wo wir stark sind, dass diese Kelpfarm hier, also die Tangfarm, dass die sehr stark sind, weil die in jeder Produktionsphase halt punkten nochmal zusätzlich. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, wir haben es in jeder Runde, man versucht es immer mal, aber dass die jetzt als starke Totschlagsstrategie dastehen, kann ich nicht finden. Absolut nicht. Da gibt's, die sind schon stark, aber es gibt echt Mittel und Wege, drum rumzukommen. Definitiv. Und sei es wirklich ein gezieltes Bauen hin auf diese Karten, da geht dann wesentlich mehr mit. Oder eben auch ein gezieltes Bauen auf diese Zielkarten. Das ist diese Option der Verträge. Oder das ist so ähnlich wie die Erlasse bei Lisboa. Gibt es aber nur drei von. Wer das zuerst hat, nimmt die Karte und kriegt dann auch nochmal Punkte. Also Punkte kommen mir wirklich von überall her. Ich hatte diesen Kelp-Vorteil, den fand ich eigentlich kaum zu spüren, muss ich sagen. Also, und man kann dagegen halten, definitiv. Also hier ist nichts von irgendwie broken oder so zu spüren, was das angeht. Kann ich nicht finden. Und was haben wir denn noch jetzt an dem Spiel? Also wie gesagt, dieser Aktionsmechanismus, Mirko sagte in dem Spiel, der liefert so ein angenehmes Spielgefühl. Das fand ich total gut von der Aussage her. Belohnt. Ne? Der ist belohnt und man kriegt auch irgendwas. Und genauso belohnt ist es eben, um diesen Startspieler zu spielen. Das ist eben nicht so wie bei anderen Worker-Plays dann oft. Ich setze jetzt als erster in das Feld mit Startspielerpunkten an. Es ist das die ganze Zeit über umkämpft, denn ich habe hier so eine Art Tabelle, wo wir hier dieses United Nations-Symbol sehen und das findet sich an manchen Stellen wieder vor. Also hauptsächlich nur auf den grünen Slots und auch bei den Karten auch meist auf den grünen. Das heißt, wenn ich jetzt dieses Feld hier nutze, ja, dann wird das natürlich gesperrt. Machen wir noch einen Orangen, ja, da. So, und dann gehe ich zwei Schritte hoch. Wenn ich orange bin, zwei Schritte hoch, bekomme hier diesen Bonus, in dem Fall einen Credit. Und alle anderen spielen aber auch mit, so, ne, um die Reihenfolge. Das heißt, es ist noch nicht raus, wer denn das Ganze hier holt. Denn letztendlich kann noch jemand über Karten, hier kann noch jemand einen Schritt machen. So, ne, und letztendlich ist immer, wer zuletzt auf das Feld kommt, der nächste Startspieler. Das heißt, wenn ich hier oben ankomme, bin ich noch lange nicht sicher. Ne. Ich muss allerdings nicht da oben ankommen, es wird nachher in der ganz normalen Reihenfolge einfach drauf gespielt. Auf jeden Fall ist das eine Sache, die man nicht unbedingt aus den Augen lassen sollte. Finde ich zum Beispiel, den Startspieler in Verbindung mit den S-Karten, also diese Karten hier, wesentlich stärker als jede Kelp-Strategie. Ne? Also wenn man da drauf spielt und die anderen einen lassen, dann natürlich auch vorausgesetzt. Farm bauen, natürlich können die anderen nichts gegen tun, aber wie gesagt, wenn ihr das alles jetzt so hört, also diese drei Aktionen pro Phase, dass es gleichzeitig noch um den Startspieler geht, innerhalb dieser drei Aktionen, dass es wichtig ist, sich zu positionieren, dass es teilweise um Timing geht auf dem Brett, dann seht ihr, wie wichtig es ist, hier, sag ich mal so, einigermaßen vorausschauend zu planen. Ich habe nicht die Garantie, wenn ich dran bin, dass ich das machen kann, was ich machen will, aber ich muss das irgendwie am idealsten halt für mich hinkriegen. Das ist letztendlich bei jedem Spiel so, aber dadurch, dass ich auf diese drei Karten begrenzt bin, habe ich hier eine noch größere Limitierung,
die mich aber niemals so ins Ausschießen kann. Also ne, selbst das, dadurch, dass ich diese Karten ziehe, kann die mich trotzdem nicht dermaßen ins Ausschießen, dass ich das Gefühl habe, diese Runde hast du irgendwie gar nichts gerissen. Das ist eigentlich irgendwie nie. Also das ist eine Sache, das hängt wieder mit diesem positiven Spielgefühl ganz einfach zusammen. Also es geht immer irgendwie was ein Gefühl so ein bisschen auch nach vorne bringt. Und das ist einfach toll. Und am Ende, ne, habe ich halt, wenn ich dann diese Tunnel hier lege, zum Beispiel, ich kann Städte anschließen, ich habe so einen minimalen Legebonus hier an ein paar Stellen, so, und wenn ich diesen Tunnel auf diese Seite habe, ich ihn sogar upgraded, das geht so mit diesen Aktionen, sehr wertvolle Aktionen, Upgrade übrigens, gibt es nur zweimal auf dem Feld und ab und zu über eine Karte, ähnlich wertvoll wie die S-Karten, sage ich mal, denn mit diesen Upgrades letztendlich kann man eine Menge reißen, gerade auch für die Produktionsphase, ne? Denn so ein Tunnel bringt dann auch nochmal so einen Siegpunkt, das wäre angegrenzt, das finde ich auf jeden Fall eine sehr schöne Sache, dass ich da nicht jedes Mal eine Stadt drin haben muss. Ich kann ebenso, also angeschlossen, nicht angegrenzt. So, ich kann ebenso relativ vorausschauend bauen. Das heißt, wenn ich jetzt hier, habe ich meine Startstadt, die ist immer da. So. Und wenn ich jetzt eine neue Stadt baue, ist die zwar nicht angeschlossen, aber ich kann sie da hinbauen, wo ich unter Umständen anschließen könnte. Das heißt, wo ich dann einfach nur mit dem Legen eines Tunnels einen Anschluss herstellen könnte. So, dann wäre sie auch angeschlossen, dann würde sie aber auch erst produzieren, denn eine Stadt, die nicht angeschlossen ist, produziert nicht, die leben dann von Luft und Liebe da, denn sie müssen auch nicht ernährt werden. Ich muss in der Produktionsphase meine Leute ernähren, was ich aber nie so brutal empfunden habe. Es gibt ja Spiele mit Ernährungsphase, die echt brutal sind, wo man wirklich drauf hinschwitzt und die Hälfte der Runde hinarbeitet. So schlimm ist es hier nicht, also da keine Angst auf jeden Fall. Es muss, und es ist ärgerlich, wenn es nicht klappt, aber ich habe eigentlich nie erlebt, dass es nicht groß klappt. Und das ist das, was ich also sagen kann auf diesem Spiel. Das ist... Es hat ganz viele Elemente, die mir wirklich gefallen, die mir Spaß machen auch beim Spielen, die mich wirklich an den Tisch locken, jedes Mal, und auf die ich immer wieder Lust habe zum Spielen, nach wie vor. Also jetzt auch nach vielen Partien könnte ich das Ganze jetzt hier liegen lassen und sagen, so, rumtelefonieren, lass uns eine Runde spielen. Das ist also überhaupt kein Ding. Das Spiel ist nicht über. Also man hat es nicht über so schnell. Es hat eine sehr große Varianz, es hat sehr viele Optionen und dementsprechend geht da eben auch eine ganze Menge. Das ist einfach, ja, großartig, sage ich mal. Es motiviert, es hat ganz wenig Punkte, an denen ich, also spielerisch habe ich da eigentlich gar nichts auszusetzen. Eher so ein bisschen so an Material, durch die Karten, vielleicht so, wenn man mit Leuten spielt, die es noch nicht gespielt haben, die Übersichtlichkeit, da hat man einfach so Vorteile, weil man einfach so ein bisschen mehr sieht. Denn die Ikonografie, da braucht man, glaube ich, so ein bisschen, um die drauf zu haben. So, dann geht's, aber ich finde schon, dass man da so eine halbe Partie auf jeden Fall braucht, und um da reinzukommen. Aber letztendlich, ein Spiel in dieser Liga, im Expertenlevel, sag ich mal, braucht nun mal auch die Zeit, um da reinzufinden. Das ist die erste Partie, wurden immer die Lernpartie. Das kann man nicht anders sehen, anders sehen. Und das ist eben von daher eigentlich nur als Hauptpunkt wirklich so ein bisschen so dieses Spielbrett, das mir wirklich nicht so pralle gefällt. So die Karten, da kann ich mit leben. Tableaus kann ich mir leben, das Spiel oder tatsächlich. Das ist ein bisschen, was mich hier von der Qualität her nervt. Aber wir haben also bisher noch nie deswegen irgendwie groß abgewertet. Das ist wirklich super, super mies, und das ist es auch nicht hier. Das kann man also von daher auch nicht sagen. Ich gebe diesem Spiel 9 Punkte, Punkt. Das ist einfach gut. Das ist einer meiner absoluten Top-Favoriten der letzten Messe. Und ich bin echt froh, dass das Spiel jetzt auch eingedeutscht auf dem deutschen Markt ist und so noch viel mehr Verbreitung finden kann, denn das Spiel ist wirklich lohnt. Wer sowas mag, wer Engine bilden mag, wer so ein bisschen Sci-Fi-Thematik mag, auch wenn sie jetzt nicht so zum Tragen kommt hier, wer Experten-Level-Spiele mag, wer gerne ein bisschen grübelt und auch kein Problem damit hat, zu viert mal 3 Stunden an so einem Ding zu sitzen, der ist hier vollkommen richtig und der wird da auch echt belohnt, sage ich mal. Ne? Alle Leute, die Spiele mit diesen Elementen nicht mögen, und die auch sagen, da reicht mir jetzt die Interaktion nicht, ne? Außer jemandem was hier was wegzunehmen. Die werden auch dieses Spiel nicht mögen. Definitiv. Aber was soll's? Kann ich allen gefallen? Mir gefällt's. Ich freue mich auf die nächste Partie. Wie gesagt, nochmal an dieser Stelle 9 Punkte. Und jetzt bin ich gespannt, was ihr sagt. Underwater Cities, ich weiß, es haben viele auf dem Tisch gehabt schon. Schießt los, wie ist eure Meinung? Und in diesem Sinne sage ich an dieser Stelle besten Dank fürs Zugucken, wenn es gefallen hat, gerne einen Daumen und bis zum nächsten Mal und tschüss.